Wer hier in elitärer Arroganz und in kompletter ideologischer Verblendung Deutschland deindustrialisiert und in ein Armenhaus verwandelt, das sind doch wohl die Grünen. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Monaten tyrannisieren kriminelle Klimaextremisten unsere Gesellschaft. Sie blockieren die Hauptzufahrtsstraßen der Städte, sie produzieren Staus in 30 Kilometer Länge und sie generieren einen ganz erheblichen wirtschaftlichen Schaden. Darüber hinaus provozieren sie die Autofahrer bis aufs Blut. Und die Bürger dieser Stadt hätten eigentlich von der Politik erwarten dürfen und erwarten können, dass man dieses Verhalten politisch ächtet und darauf hinweist, dass es Straftaten sind und nicht politische Aktionen, die zulässig sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, anstelle dessen laden die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen, Herr Kienstedt, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, diese kriminellen Klimaextremisten ins Rathaus ein? Ihren Fraktionskollegen von den Grünen frage ich nicht, da kriege ich eh keine vernünftige Antwort. Aber was haben Sie als Vertreter einer bürgerlichen Partei sich dabei gedacht? Und vor allem, was glauben Sie eigentlich, was die Lkw-Fahrer, die tagtäglich um ihre täglichen Einkünfte zu kämpfen haben, die da in den Stau genötigt, gezwungen worden sind, was glauben Sie eigentlich, was die über Sie von der SPD gedacht haben? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie rollen denjenigen den roten Teppich aus, die komplett total antiparlamentarisch agieren, die meinen, kraft höherer Wassersuppe ihr eigenes Recht setzen zu dürfen. Sie rollen denen den roten Teppich aus, die sich gegen den Parlamentarismus wenden. Was hätten Sie getan? Ja, die wollen ja Gesellschaftsräte, die akzeptieren Sie doch überhaupt nicht. Und plötzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, kritisieren auch die Grünen diese Bewegung als elitären und selbstgerechten Protest. Ups. Ja? Wer hier in elitärer Arroganz und in kompletter ideologischer Verblendung Deutschland deindustrialisiert und in ein Armenhaus verwandelt, das sind doch wohl die Grünen. Und wer in elitärer Arroganz unsere Rentner mit klimapolitischen Irrsinnsregelungen zum Zwangsverkauf ihres am Mund abgesparten Häuschens treibt, das sind doch wohl die Grünen. Habeck und Co. gehen mit ihrer Verbotspolitik nur ein wenig subtiler um als diese kriminellen Klimakleber. Aber in ihrer ökosozialistischen Zielsetzung sind Sie sich mit diesen Klimaklebern einig? Die sind Fleisch von Ihrem grünen Fleisch und nichts anderes. Darüber können Sie auch nicht hinwegtäuschen. Was Sie an den Klebern stört, das ist doch das Letztere, Ihre wiederholten Provokationen, dass dadurch der antisoziale Wesenskern Ihrer grün-sozialistischen, Ihrer vermeintlich-sozialistischen Politik offenbar wird und entlarvt wird. Und nur deshalb distanzieren sich die Grünen vielerorts quasi im letzten Augenblick von diesen Klimaextremisten. Das dient nur dem einen Zweck, nämlich die grundsätzliche Seelenverwandtschaft zwischen diesen Klimaextremisten auf der Straße und ihnen zu verschleiern. Aber die Bürger erkennen das trotzdem. Zu einem ernsthaften Distanzieren gehört auch die kompromisslose Aufforderung an diese Leute, dass sie endlich von ihrem Tun lassen. Dazu gehört aber auch, dass man sie nicht mehr liebevoll und euphemistisch als Klimaaktivisten bezeichnet, sondern als das, was sie sind, nämlich Kriminelle, die friedfertigen Bürgern und Autofahrern ihren Willen aufdrängen wollen. Das gehört sich nicht in der Demokratie. Aber diese Worte bekommen alle Grünsozialisten in allen Parteien bis hin zur CDU nicht über die Lippen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass es sich um Kriminelle handelt, wird geradezu exemplarisch deutlich, wenn nämlich berufsmäßige Klimakleber wie Christian Bleuel meinen, dass die letzte Generation Tote ein Stück weit riskieren müsse. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn jemand, der leicht rechts angehaucht ist, solche Sätze hier gesagt hätte. Wie das gesamte linksgrüne politische Establishment gemeinsam mit ihrem Medienkomplex hätten hier Purzelbäume geschlagen. Der arme Lkw-Fahrer, der kürzlich in seiner verständlichen Wut
über diesen Blockadeirrsinn einen Klimaextremisten vielleicht etwas zu unsanft angegangen ist, wird mit Sicherheit härter bestraft als die Klimakleber. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, lässt einen tiefen Blick zu auf den Zustand in diesem grünsozialistischen Öko-Bundland. Und das lehnen wir ab.